Es geht hier darum, eine Gleichung zu lösen, und zwar nach der Variable z. Erster Schritt, wir kümmern uns um die Koeffizienten von z, also hier a und hier 7, und wir bewegen die 7z auf die andere Seite durch eine Addition von minus 7z. Hier müssen wir zuerst die Klammern auflösen und danach vereinfachen. Hier ist nach der Variable a aufzulösen. Zunächst einmal wird dieser Faktor hier eliminiert durch eine Multiplikation mit 2. Dadurch verschwindet der Bruch und danach eine Division durch n, damit dann ist der Faktor ja komplett weg. Auflösen nach der Variable z. Das heißt, die 3y muss verschwinden durch eine Addition von minus 3y. Hier muss zuerst das Distributivgesetz angewandt werden, um p zu eliminieren. Wir schreiben dann a gleich p mal Klammer auf 1 plus rt Klammer zu. Die Variable c soll aufgelöst werden.